Was geht ab, Midi Heroes? Willkommen zu einem brandneuen Video. Ihr habt euch schon sehr, sehr oft ein Video zum Thema Lerntechniken gewünscht. Und ich habe euch immer gesagt, hey, ich habe da jetzt nicht die ultra krassen Methoden. Wenn ihr mal das letzte Video gesehen habt zum Thema Mathe, also wie habe ich mich eigentlich von einer 6 in Mathe auf eine 1 in Mathe hochgearbeitet, dann sind das eher so relativ allgemeine Tipps gewesen. Heute habe ich für euch aber ein paar richtige Lernprofis dabei. Das heißt, ihr ganzer Kanal dreht sich um das Lernen. Also wie kann man seine Lernstrategien am besten verbessern? Ich darf euch vorstellen, einmal die Feli und einmal den Fabi. Hallo. Vom Kanal Happy Hippocampus. Und ja, die machen das halt einfach eine ganz andere Weise. Ich erkläre euch ganz kurz, wie ich das immer gemacht habe mit dem Lernen. Das heißt, jetzt bei Mathe zum Beispiel habe ich sehr viel einfach nur schriftlich geübt. Wenn ich jetzt Anatomie gelernt habe, dann habe ich einerseits das Ganze schriftlich geübt, dann habe ich mündlich geübt. Ich habe mir so ein Modell genommen und das Ganze am Modell angeschaut und auch im Training zum Beispiel ausprobiert. Okay, welcher Muskel verläuft denn wohin? Wie wird er innerviert? Also was hat er für eine Funktion? Das war so, wie ich das mir gemerkt habe. Aber es war eine zum Teil sehr so mit, die typische Methode eines Medizinstudenten, aber eher aufwendig. Und ihr macht das ja komplett, also nicht komplett anders, aber schon anders. Und du hast damit auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen, oder? Erzähl mal ein bisschen dazu. Genau, also ich habe ungefähr vor ein paar Jahren einen Gedächtnis-Weltrekord sogar aufgestellt. Dabei, ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz interessant zu hören, was ich da gemacht habe und wie das so funktioniert hat. Die Zahl Pi kennen wir, glaube ich, alle, 3,14 und so weiter. Da habe ich mir die Nachkommastellen gemerkt, bis zur 100. Nachkommastelle. Und ja, dann hatte ich ein Computerprogramm und das hatte mich dann zufällig die Stellen abgefragt. Sprich, das Programm hat mich gefragt, welche Ziffer ist an 23. Stelle und ich habe dann die entsprechende Ziffer dazu gesagt. Ich wurde alle 100 Ziffern abgefragt und habe die dann in gut 35 Sekunden eben wiedergegeben und das war dann eben Weltrekord. Das Problem war nicht mit diesen Techniken, die wir vermitteln, da wärst auch du, wäre jeder andere auch in der Lage, sich diese 100 Ziffern auswendig zu merken. Die Schwierigkeit war zum einen das Tempo und jetzt vielleicht die Frage, wie kann man das schaffen und die Fehler wird es mir bestätigen können. Ich habe wirklich von Natur aus eher ein schlechtes Gedächtnis und das Grundprinzip ist eigentlich auch, wie ich diese Pi gelernt habe, in Bildern zu denken und zu lernen. Genau, das war so das Grundprinzip und genau, ich habe quasi die Position in Bild umgewandelt und habe die dann mit der entsprechenden Ziffer verknüpft, was auch ein Bild war und habe mir da so eine kleine Geschichte gebastelt. Ja, und dieses bildliche Lernen, das ist auch die Basis sozusagen von den ganzen Techniken, die wir vermitteln auf unserem Kanal auch und wir richten uns vor allem an Medizinstudenten in der Vorklinik und bei unserem Gehirn ist es einfach so, das denkt nicht so gerne in abstrakten Fakten und Fachbegriffen, sondern es denkt meistens in Bildern. Und deshalb ist das auch oft der erste Schritt, wenn man Gedächtnistechniken anwendet, den abstrakten Lernstoff in Bilder umzuwandeln. Also jetzt zum Beispiel in der Biochemie, wenn man da den Citratzyklus lernen muss, dann lernen wir nicht auswendig Citrat, 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 sondern wir wandeln das Citrat einfach um in eine Zitrone. Und dadurch hat man schon mal gleich ein Bild, ah ja, so sieht die Zitrone aus, okay. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Techniken, wie man das Ganze ausbauen kann und dann noch effektiver machen kann. Genau, so ein Grundprinzip ist auch immer, die Ziffer Pi oder das Zitrat ist für unser Gehirn einfach nicht wichtig. Oder Zitrat an sich ist ein stumpfer Begriff und das Gedächtnis sagt, Gehirn, boah, wieso soll ich mir das merken? Und wenn man das dann schon mal bildlich umwandelt oder Emotionen mit reinpackt, dann sagt unser Gehirn, okay, es ist irgendwie von größerer Bedeutung für mich, das jetzt irgendwie einzuprägen. Und das nutzt man auch bei diesen Techniken ein bisschen aus. Das Lernen, was man lernen möchte, einfach mehr Gewichtung schenken und fürs Gehirn attraktiver zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich eine sehr natürliche Technik in dem Sinne ist, weil wenn ich mir das so überlege, was habe ich mir eigentlich am besten gemerkt? Das waren meistens so Dinge, die ich dann wirklich im Praktikum mal wirklich auch gesehen habe, weil ich das Ganze mit Emotionen verknüpft habe und wirklich irgendwie so ein Bild vor Augen hatte, zum Beispiel irgendwie wirklich einen Schockraum. Da hat sich derjenige irgendwie das Bein gebrochen und der Nerv hat nicht funktioniert, dann konnte ich mir das viel besser im Nachhinein, auch Jahre danach noch, konnte ich mich daran erinnern, im Vergleich, wenn ich einfach auf mich hinsetze und einfach das versuche aus dem Buch auswendig zu lernen. Ja. Nur ihr macht das quasi
nicht per Zufall, so wir haben das irgendwann mal im Praktikum mal gesehen, sondern ihr macht das wirklich systematisch, dass ihr versucht, diese Emotionen und diese Bilder schon vorher hervorzurufen. Genau, also ja, da gibt es dann zum Beispiel die Geschichtenmethode, da kann man sich dann lustige, einprägsame Geschichten ausdenken und da achten wir wirklich drauf, dass man ja die vollpackt mit Sinnen, mit Emotionen, also dass man sich das Ganze dann auch ja, wirklich vorstellt, zum Beispiel wie fühlt sich jetzt die Zitrone an oder wie sieht es aus und dann, wie du sagst, weil durch Emotionen können wir uns die Sachen ja wirklich viel schneller und einprägsamer merken. Genau, man kennt es ja vielleicht auch bei, es ist jemand gestorben, das weiß ich vielleicht noch, wenn es irgendwie ein netter Mensch war. Genauso wissen wir vielleicht, der ist Abiturprüfung in der Tasche, letzte Abiturprüfung bestanden. Und genau diesen Effekt wollen wir eben auch am Lernstoff anwenden, diese Emotionen mit reinpacken, genau, auch ein wichtiger Aspekt. Also was ich immer ganz schwierig fand, ist zum Beispiel in Geschichte die Daten zu lernen, also zu sagen, okay, da und da ist das und das passiert, weil du eigentlich ja keine Emotionen damit verbindest. Also das war für mich mit das Schwierigste und da kann man, glaube ich, diese Technik auch gut anwenden. Genau, ganz einfach zum Beispiel, wenn man sich Ziffern einprägen will, geht auch das gleiche Schema, die Ziffer wandelt man im Bild um, zum Beispiel die 0 sieht aus wie ein A. Ei von der Form her, ein Osterei, ein Spiegelei. Und wenn ich mir dann verschiedene Bilder dann ausdenke, weil, was weiß ich, 1987 wandle es in Bildern um und dann habe ich auch dieses Verbildliche und mache mir da eine kleine Geschichte drauf. Wie machst du das, dass es auch wirklich länger hält? Also ist es so, dass du sagst, okay, ich habe das einmal gelernt und dann hält das auch deutlich länger, als wenn ich es einfach anders gelernt hätte? Oder musst du das auch immer ganz häufig eigentlich wiederholen? Also vom Prinzip ist es von den Techniken schon so, dass man sich Wiederholungen sparen kann, auch Zeit. Ja. Nur irgendwie jetzt, wir versprechen nicht, du lernst es einmal und du kannst es dein Leben lang perfekt. So ist es natürlich nicht, oder das wäre gelogen, wenn man das propagieren würde. Genau. Aber man braucht schon wesentlich weniger Wiederholungen. Also ich in meinem Medizinstudium, jetzt gerade in der Klinik, habe ich wirklich fast nur mit Gedächtnispalästen und Gedächtnisrouten gelernt und ja, also ich habe gemerkt, ich brauche deutlich weniger Wiederholungen dadurch, weil es halt einfach schon so einprägsam ist und so bildlich. Und dann brauche ich nicht diese 7 Wiederholungen, heißt ja oft, man braucht 7 Wiederholungen, bis man was im Langzeitgedächtnis hat, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3 oder je nachdem, wie gut du es dir auch dann vorgestellt hast, deinen Gedächtnispalast oder deine Gedächtnisroute. Und ja, je nachdem, was du von Natur aus vielleicht auch für ein Gedächtnis hast. Genau, und sie sind prädestiniert dahingehend, dass, wenn es ums auswendig lang geht, dann sind die optimal. Wenn es jetzt ums Kapieren, Verstehen geht, da sind es jetzt nicht die optimalen. Da gibt es bestimmt andere Techniken, da kennst du dich vielleicht auch noch besser aus mit dem Verständnis und so weiter. Aber wenn es ums auswendig Lernen geht, sind die eigentlich, kann man es nur empfehlen. Die hat das eigentlich auch ganz gut demonstriert, dass es funktioniert, weil du hast auch Profisport gemacht, in 2. Bundesliga hast du gespielt, Basketball. Und da ist es ja auch schon sehr zeitfordernd. Also ich kenne selber von mir, von früher, von den Trainingseinheiten, da ist man ja nicht nur von der Zeit her gebunden, sondern man ist ja auch da nach dem Training einfach fertig. Das heißt, man hat einfach keine Kraft mehr, groß viel zu machen. Das heißt, man muss das Lernen irgendwie entweder vorher erledigen oder halt sehr effizient sein. Ja. Und du hast es in der Vorklinik ja, in der Vorklinik hast du gespielt? Genau, in der Vorklinik habe ich noch 2. Bundesliga Basketball gespielt. Und ja, da ist halt dann 4-mal die Woche Training, am Wochenende ist ein Tag schon mal weg fürs Auswärtsspiel oder Heimspiel. Und ja, also wenn ich jetzt zurückblicke, finde ich es auch krass, wie ich das alles gemacht habe, weil ja gerade in der Vorklinik so eine riesige Stofffülle ist, die man einfach auswendig lernen muss. Und ja, damals habe ich dann eben auch Gedächtnistechniken angewandt, vor allem mit der Geschichtenmethode habe ich da gelernt, auch Schlüsselwortmethode. Und genau, also das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Erklärt mal nochmal ganz kurz, was ist die Geschichtenmethode, was ist die Schlüsselwortmethode? Ja, Schlüsselwortmethode eignet sich super, um Fachbegriffe, die man sich einfach reinkloppen muss, auswendig zu merken. Jetzt zum Beispiel, wenn man den Schädel hat, da muss man ja dann im Medizinstudium die ganzen einzelnen Knochen auswendig sich merken. Und dann machen wir es eben so, wenn man jetzt sich so zum Beispiel das Osttemporale merken muss, ja, dann hört sich Osttemporale ja so ähnlich an wie Tempo-Taschentuch zum Beispiel. Würde mich jetzt daran erinnern. Und das Tempo-Taschentuch, das ist jetzt unser Schlüsselwort, unser Bild. Also das kann man sich ja bildlich vorstellen, so ein Tempo-Taschentuch. Und dieses Schlüsselwort, das verknüpft man jetzt mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Bedeutung. Und die Bedeutung vom Osttemporale ist ja, also
ist halt dieser Knochen hier. Ja. Jetzt könnte man sich zum Beispiel vorstellen, wie man entweder hier am Schädel da so ein Tempotaschentuch rauszieht, wie solche Kosmetiktücher oder am eigenen Schädel was macht. Oder quasi aus dem Ohr oder sowas, das könnte man da vorstellen, genau, was genau, in der Nähe. Genau, oder aus dem Ohr raus, ja. Weil genau hier ist ja dann auch das Ohr. Oder genau, dass man es dann direkt damit verknüpft. Oder jetzt zum Beispiel das Osokzipitale ist hier hinten. Okzipitale hört sich vielleicht ein bisschen an wie Ochse, da wäre Ochse dann das Schlüsselwort. Da könnte man sich jetzt vorstellen, wie zum Beispiel auch am eigenen Schädel auf einmal der Ochse einem hinten reinspringt und die Hörner dann drin hängen bleiben zum Beispiel und wie das weh tut, sich den Schmerz noch vorstellen. Und wenn du es dir einmal so richtig vorgestellt hast, dann bleibt es auch viel wahrscheinlicher hängen, ohne dass du es jetzt noch groß wiederholen musst. Je extremer, umso besser, je mehr Emotionen, wie wir eben schon gesagt haben. Genau. Ich glaube, das lässt sich wirklich ganz gut vom Praktikum her übertragen, weil dort erlebt man ja häufig solche extremen Sachen und die bleiben dann auch wirklich hängen. Und das kann man halt jetzt quasi wirklich systematisch anwenden, um das Ganze tatsächlich zu lernen. Genau. Genau, und die Methode kann man auch ganz gut für Fremdsprachen zum Beispiel einsetzen oder im Abitur vielleicht. Man hat ja auch dann Vokabel, dass man mit der Übersetzung irgendwie sich einprägen möchte und geht genauso vor. Der englische Terminus wandelt man in ein Bild um. Und dieses Bild verknüpft man dann vielleicht in einer kleinen Geschichte auch mit der eigentlichen Übersetzung. Und so weiß ich, wenn dann der Lehrer fragt, oh, was hieß das und das? Ah ja, das war die Geschichte, was ist da passiert? Ach ja, das heißt also das und das. Und das ist genau das gleiche Prinzip, auch optimal eigentlich dafür, dass man sich gut Vokabeln einprägen kann. Kannst du mal ein Beispiel zum Beispiel jetzt hier an der Schulter machen oder sowas? Ich glaube, das ist jetzt auch, da haben einige Medizinstudenten Probleme mit, weil es einfach, ja, ganz viele Muskeln irgendwie sind, hier die Rotatorenmanschette. Wie könnte man sie jetzt zum Beispiel sich merken? Kannst du da irgendwie ein Beispiel machen? Ganz einfaches Beispiel, wie jetzt auch zum Beispiel am Schädel. Humerus klingt so ähnlich, geht immer dieses phonetische Kodieren wie ein Hummer und man überlegt sich vielleicht, wie hier der Hummer dranhängt und einem selbst da oben den Humerus reinbeißt und es tut irgendwie weh. Ja, zum Beispiel auch noch ein kleines Beispiel. Genau, oder die Clavicula, da denkt man zuerst vielleicht an Klavier, wie man hier Klavier spielt auf der Clavicula zum Beispiel. Und dann hört man die Töne auch, man versucht sich das wirklich vorzustellen mit den Sinnen. Das ist auch, wenn du schon bei den Sinnen bist, je mehr Sinne, ob es jetzt Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen ist, man das auch irgendwie integriert, umso wichtiger wird es dann auch fürs Gedächtnis, dass man das dann eher behält. Genau, und dann jetzt bei den Muskeln, da können wir dann noch eine andere Methode empfehlen, und zwar ist es die Methode von den Gedächtnispalästen oder auch Loki-Methode genannt. Ja, die ist dann ein bisschen aufwendig, aber auch nochmal effektiver. Und zwar ist bei Gedächtnispalästen ist es so, da nimmt man Räume, weil unser Gehirn auch sehr gut sich Räumliches merken kann. Wenn du jetzt mal die Augen schließt zum Beispiel und dir überlegst, wie sieht zu Hause mein Schlafzimmer aus oder das Wohnzimmer zu Hause bei meinen Eltern, dann weißt du sofort, wie das aussieht, wie das eingerichtet ist und du bist nie hergegangen und hast dir gesagt, ich muss jetzt mein Wohnzimmer daheim auswendig lernen. Du bist da einmal reingegangen oder bei Hotels im Urlaub, da weißt du wahrscheinlich auch noch, wie die aussahen, nachdem du einmal drin warst oder ein paar Tage, und das machen wir uns eben zunutze bei den Gedächtnispalästen. Das kommt auch von früher, weil du vorhin auch gesagt hast, so das natürliche Lernen. Früher in der Steinzeit, es war überlebenswichtig, dass wir zum einen wieder zur Höhle zurückfinden, also auch dieses Räumliche, wo muss ich hin, damit ich wieder nach Hause komme. Oder auch, wo ist Nahrung, wo war der Busch mit den leckeren Beeren, wo war die Mammutherde und so. Dass man so dieses Räumliche, wo muss ich hin, wo kriege ich Nahrung, ist da schon verankert und das nutzt man auch quasi mit dieser Technik, mit diesem Räumlichen aus. Aber sorry. Genau. Und da kann man dann für Gedächtnispaläste, um die selbst zu bauen, kann man zum Beispiel Räume hernehmen, die man sowieso schon kennt. Zum Beispiel hier, wie dein Zimmer hier oder deine Wohnung zu Hause oder in der Uni oder die Sporthalle oder das Schwimmbad, wo du immer hingehst. Also egal, was es ist, kannst einfach die Räume nehmen, die du kennst. Und dann baust du da eine Route rein, eine sogenannte Gedächtnisroute. Und zwar machst du das so, dass du die einzelnen Objekte, die drinstehen in dem Raum, dann zu Routenpunkten umwandelst. Also jetzt hier zum Beispiel das Bett, der Schrank, das Regal hier hinter uns, vielleicht das Fenster. Dann könnten wir uns selber jetzt zum Beispiel auch noch als Routenpunkte nehmen. Und auf diesen Routenpunkten kannst du dann in der richtigen Reihenfolge eins nach dem anderen deinen Lernstoff ablegen, in Form von Bildern. Das können wir jetzt vielleicht mal ganz praktisch machen, weil jetzt hört sich vielleicht ein bisschen theoretisch an. Und zwar zum Beispiel beim Musculus teres minor, der ist ja hier hinten dran.
da habe ich mir mal rausgeschrieben, wie hier die Sachen sind, die man dafür auswendig lernen muss. Man muss ja immer im Medizinstudium bei Muskeln 5 Sachen auswendig lernen. Und das ist einmal der Name, dann Ursprung, Ansatz, Funktion und Innervation. Ja, es sind immer diese 5 Punkte. Und damit hat man schon eine Reihenfolge. Und in dieser Reihenfolge kann man jetzt die einzelnen Lerninhalte ablegen auf der Route. Jetzt wäre zum Beispiel unser erster Routenpunkt hier das Bett. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht auf dem Video. Und da könnte man jetzt sich ein Bild für den Namen ablegen, damit man immer weiß, ah ja, auf dieser Route habe ich mir den Musculus teres minor abgelegt. Vielleicht kennst du zum Beispiel eine Theresa, also bei teres denke ich an Theresa und minor heißt ja immer klein, dann könnte man sich zum Beispiel eine Theresa vorstellen, wie die ganz mini, mini auf dem Bett sitzt und vielleicht rumhüpft und was weiß ich, da Party auf dem Bett macht. Dann haben wir schon mal den Namen abgelegt. Dann ist der Ursprung vom Musculus teres minor, ja, die Margo lateralis von der Scapula hier. Und also mir persönlich würde es da jetzt reichen, die Scapula mir zu merken, weil ich dann weiß, ja, also einfach von der Logik her, dass das halt außen an den Ursprung hat. Und bei Scapula haben wir als Bild immer einen Kapitän, Scapula, also hört sich ein bisschen an wie Kapitän, steckt okay, da drin. Ja, ja. Wenn du ein anderes Bild hast, dann kannst du natürlich das nehmen. Also jetzt zum Beispiel, Scapula, eine Gabel könntest du da auch nehmen. Da gibt es dann kein richtig oder falsch. Das, was für dich als erstes so ähnlich klingt, den Begriff nimmst du einfach und gibt es kein richtig oder falsch. Der eine sagt vielleicht bei dir was gerade so, oh, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Ist auch okay, vielleicht hast du dann anderen vielleicht wäre dann für dich die Gabel besser, dann würden wir uns jetzt eine riesige Gabel vorstellen, wie wir jetzt hier zum Beispiel den Schrank zusammenhacken mit der Gabel. Also man muss sich am besten halt, glaube ich, wie ich das verstehe, die Bilder auch wirklich persönlich selber ausdenken, was einem intuitiv als so erscheint, dass man das halt sich gut merken kann, dass man sich gerne daran erinnert vielleicht auch. Ja, genau, also es ist natürlich hilfreich, wenn du deine eigenen Assoziationen hast, weil aber viele sagen, boah, ist cool, würde ich gerne anwenden, ist mir aber zu aufwendig, versuchen wir diese Hürde auch schon zu nehmen und bauen auch Gedächtnispaläste für Medizinstudenten, sodass man sich nur noch das Video angucken muss. Genau, und versuchen dabei halt möglichst Bilder zu finden, wo jeder sagt, okay, das kann ich mit dem Fachbegriff verbinden, da kann ich was mit anfangen. Ja, kann man das Ganze auch als Schüler anwenden? Es gibt jetzt auf meinem Kanal auch einige Leute, die einfach nur Medizin studieren wollen. Das heißt, keine Ahnung, mal nehmen wir jetzt mal so ein Fach wie Physik oder sowas. Kann man da ein Beispiel bringen? Wie lerne ich jetzt in Physik irgendwie eine Formel zum Beispiel auswendig? Genau, gibt's auch. Also ich habe auch mit den Techniken angefangen, eben zu Abi-Zeiten. Habe da das erste Mal die auch angewandt zum Teil. Zum Beispiel in Physik, es gibt ja die Formel U gleich R mal I. Da auch wieder das Prinzip, das irgendwie in was umwandeln, was vielleicht bildlich ist oder so. Wenn man das so liest, in einem Uri, würde ich vielleicht an den Uri Geller denken und würde mir den irgendwie vorstellen. Und dann U ist ja die Spannung. Der steht vielleicht unter Spannung und ist irgendwie aufgeregt und fängt schon das Schwitzen an. Und so weiß ich, okay, Uri, komme ich dann ja wieder von den Anfangsbuchstaben. U war gleich Ri, Widerstand, Stromstärke. Und komme dann über diese kleine wieder Geschichte dann auf die Formel zurück. Ist immer zum Teil, viele sagen dann, puh, da würde ich nicht drauf kommen, aber wenn man das ein bisschen mal ausprobiert, der Nebeneffekt, man wird auch wieder kreativer, weil man muss ja erstmal drauf kommen, das siehst du vielleicht auch so, ist ein bisschen schwierig, aber ja. Ich glaube, ich habe so ähnliche Sachen auch, also ich sage zwar immer, ich habe übel einfach so vieles, aber ich habe auch schon gesagt, das heißt, ich höre mir das Ganze an, ich lese das Ganze, ich schreibe das Ganze, aber ich stelle mir das Ganze auch am eigenen Körper zum Beispiel vor oder ich stelle mir auch irgendwelche Sachen auch selber vor. Das heißt, wahrscheinlich wende ich die Technik auch schon unterbewusst irgendwo an. Aber ihr macht das halt wirklich systematisch quasi und erarbeitet euch wirklich diese Routen, so dass ihr das halt für jedes Gebiet anwenden könnt und nicht nur für ausgewählte Sachen, die einem, bei denen halt einem das einfach fällt. Ich glaube, das funktioniert dann auch bei so Fächern wie Mathe oder Physik genauso, wie ich das verstehe. Genau, ja. Also, ja, wie du sagst,
wenn ich zurückdenke, bevor ich gezielt angefangen habe, die Gedächtnistechniken zu verwenden, da habe ich auch schon ganz intuitiv mir irgendwelche kleinen Eselsbrücken ausgedacht oder so. Und vielleicht machst du das ja auch schon automatisch und denkst, hey, ja klar, cool, mache ich ja sowieso schon ein bisschen. Genau, und mal, wie du sagst, man kann es noch systematischer alles machen. Und gerade im Medizinstudium haben wir jetzt auch so aus der Erfahrung heraus gesehen, viele, die schon sagen, boah, ich habe relativ gutes Gedächtnis, oft steckt dann dieses bildliche Denken schon dahinter, ohne dass sie bewusst sagen, ich suche mir jetzt ein Bild, oder merken sie es wie du auch dann am Abend direkt und machen das schon unterbewusst. Und wie du sagst, wir machen es halt dann wirklich aktiv. Ich glaube auch, dass die guten Schüler dann häufig sagen, naja, ich habe jetzt eigentlich eine gute Technik und das ist mir alles irgendwie zu kitschig, ich will das gar nicht so damit anfangen. Viele machen es vielleicht unterbewusst, aber das führt dann auch dazu, dass man vielleicht auch den schlechteren Schülern, die sich wirklich da Probleme haben, vorgaukelt, dass man eigentlich so eine Technik gar nicht anwendet, obwohl man es eigentlich unterbewusst macht. Das ist ein gewisser Bias drin, so dass man quasi eigentlich gar nicht so alles erzählt, was man eigentlich macht, weil man selber dem nicht bewusst ist. Und ich glaube, dass diese Technik aber dazu führt, dass man das sich vor dem auch, es ist zwar vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen komisch und ich muss mir da was ausdenken, aber vielleicht kann man sich auch langfristiger merken, als wenn ich das einmal irgendwie runtergeschrieben habe oder von der Karteikarte abgelesen habe, es 20 Mal wiederholt habe. Das war so meine Erfahrung bei vielen Fächern, dass ich dann halt einfach so 3 Tage später hast du nichts mehr gewusst bei den großen Stoffmengen im Medizinstudium jetzt. Ja. Und wenn man irgendwo sich wirklich ein Bild gesucht hat, das weiß ich bis heute noch zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ich glaube, das lohnt sich einfach, diese Zeit zu investieren und zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal nicht so an quasi. Es klingt zwar vielleicht kitschig, aber ich probiere es aus. Vielleicht suche ich mir Bilder aus, die nicht so kitschig sind. Vielleicht, du erzählst es zum Beispiel von irgendeinem kleinen Mädchen, das da rumspringt. Das ist vielleicht, glaube ich, für einen männlichen Zuschauer so ein bisschen fremder. Da könnte man vielleicht irgendwas anderes vorstellen, sodass es halt einfach besser an sich selber anpasst. Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich kann nur unterstreichen oder unterschreiben, was du gesagt hast. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen Aufwand, sich in diese Techniken reinzufinden, aber es zahlt sich wirklich aus danach. Also ja, wir haben es ja selber in unserem Medizinstudium angewandt und genau, also. Und gerade wenn du vielleicht jetzt irgendwie am Anfang vom Studium bist oder vielleicht sogar noch beim Abitur, die Zeit, wo du da investierst, dich mit den Techniken vielleicht mal ein bisschen auseinanderzusetzen, wo du dann vielleicht wirklich fürs komplette Studium davon profitierst, was du dir an Zeit und Nerven dann sparen kannst, auch wenn es jetzt am Anfang vielleicht nicht so zack, bumm und ich kann die Technik ist, ein bisschen Arbeit ist ja bei den meisten Dingen dabei, wo man sich irgendwie neu beibringen möchte. Ja, das habe ich, glaube ich, in einem meiner letzten Beiträge auch mal besprochen, dass am Anfang ist es halt immer so, egal ob du jetzt mit dem Klavierspielen anfängst, mit Basketball anfängst oder mit irgendeinem neuen Fach anfängst, das ist am Anfang immer so, dass man eigentlich, ja, es ist schwierig, man macht Fehler, es funktioniert alles nicht und man will es eigentlich hinschmeißen und sagt, boah, die anderen sind alle so viel besser und die sind keiner besser in der Schule und die sind besser beim Sport und was auch immer. Ich glaube, erst mit der Zeit, wenn man da wirklich mal ein paar Wochen, sich ein paar Monate sogar Zeit genommen hat, um sich da reinzuarbeiten, dann wird es flüssig und dann funktioniert es immer besser. Und ich glaube, da bist du eigentlich ein gutes Beispiel auch dafür, dass du sagst, hey, du hast ja auch schon Bio studiert vorher. Genau, ja. Genau, und dann hast du auch nochmal Medizin draufgesetzt und das Ganze neben dem Profisport auch nochmal. Beziehungsweise zu relativ hoch hast du gespielt. Ich meine, beim Basketball, ja, Regionalliga, das ist ja, ich glaube, da wirst du auch schon bezahlt, soweit ich das weiß. Nee, leider im Basketball nicht wirklich. Wirst du nicht bezahlt. Geld, aber. Okay, aber doch relativ hoch schon gespielt und ja, das ist funktioniert definitiv, die Techniken. Ich glaube, da kann man sich viel Zeit langfristig einsparen. Ich sage immer, ohne den Techniken hätte ich vielleicht das Medizinstudium hätte ich entweder 1-2 Jahre länger gebraucht oder es gar nicht bestanden. Und ja. Und ich bin auch zu den Techniken gekommen, weil ich eben mittel- oder relativ schlechtes Gedächtnis habe. Und wie du sagst, ich denke, es können diejenigen profitieren, die vielleicht sagen, sie tun sich so schon schwer, aber auch diejenigen, wie du eben sagst, einer, der schon relativ gut so lernt. Es ist wie auch im Sport, es geht immer noch mal besser oder du kannst dann trotzdem mit wenig Aufwand dich trotzdem noch mal vielleicht noch auf ein ganz anderes Level damit pushen und so ist mit den Techniken auch, also es ist nicht so, dass der dann... Ich glaube, häufig ist das Problem auch so, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt eine Technik und ich lasse mich gerade quasi auf nichts Neues mehr ein, weil quasi es gibt ja dieses Gesetz von Never Change a Running System quasi. Genau. Also wenn das funktioniert, dann wechsle ich gar nicht, ich versuche es gar nicht aus, aber ich glaube, das ist vielleicht... kann man sagen, okay, dann probiert man damit in den Ferien mal anzufangen oder sowas, dass man sagt, okay, jetzt nicht vielleicht direkt vor den Klausuren. Also das ist halt immer, die Leute kommen immer so auf dumme Ideen und sagen, okay, jetzt vor der Klausur habe ich das Video geschaut, weil man sich sowieso immer prokrastiniert und versucht, irgendwas abzulenken, schaut man sich irgendwie ein Video an.
Und jetzt wechselt man und dann sagt man, okay, das hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, das funktioniert halt einfach immer nie von heute auf morgen. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was man sich bewusst macht. Oder man probiert es halt im Kleinen. Lernt nicht gleich die ganze Physik damit, sondern sagt, okay, ich probiere es einfach mal in 2, 3 Formeln aus. Klappt es da oder nicht? Und dann sich langsam rantasten, nicht von heute auf morgen. Ich lerne jetzt alles mit Ruten und Bildern. Genau. Ja, was ich auch wichtig finde, was uns auch immer wichtig ist, das Verstehenswissen, also dieses Verstehen des Stoffs, das können wir nicht euch wegnehmen oder abnehmen durch die Gedächtnistechniken. Ja? Also uns ist es wichtig, dass ihr den Stoff wirklich verstanden habt am besten vorher. Ja? Einmal wirklich gecheckt habt, was da abgeht, zum Beispiel bei so einem biochemischen Stoffwechselweg, und dann die Gedächtnistechniken benutzen zum Einprägen, damit man sich es einfach merken kann. Wie wirklich wie eine Stütze, damit du danach im Kopf immer wieder durchspazieren kannst durch deine Route, um wieder auf dein Wissen zugreifen zu können. Ja, aber das Verstehen, das finde ich essentiell, weil was bringt es, wenn du die Stoffwechselwege alle runterrattern kannst, aber eigentlich keine Ahnung hast, von was du da sprichst. Und das mache ich dann manchmal auch ein bisschen nicht so optimal. Ich wende die Techniken an, klopp mir das rein und denke dann, okay, hätte ich mir das einmal mit Verstand durchgelesen, da hätte ich mir schon manches ersparen können, weil ich es einfach so schon verstanden habe. Deswegen der Rat irgendwie, erstmal gucken, was verstehe ich, was ist logisch. Und dann das mit so Techniken lernen, was man eben vielleicht vergisst oder was man wirklich dann auswendig lernen muss. Aber Logik vor Technik quasi. Ja, und die Sachen, wo du sagst, ja, das kann ich mir so auch schon merken, dann merkst du dir doch einfach so. Da musst du dir dann auch keinen Gedächtnispalast oder so bauen, sondern, also, was so schon hängen bleibt, ist doch wunderbar. Aber bei den Sachen, wo du sagst, boah, das habe ich mir jetzt schon 5-mal angeguckt oder puh, wie soll ich das mir jemals merken, da ist es halt gut auf solche Techniken. Ich glaube auch, dass Leute einfach sehr häufig in diesen Extremen gefangen sind. Das heißt, sie sagen, okay, entweder ich mache so oder ich mache so. Man kann einfach das Ganze auch durchaus durchmischen. Es ist immer nicht immer nur schwarz und weiß. Das heißt, ich muss nur die eine Technik anwenden oder nur die eine Technik anwenden. Sonst kann ich sagen, okay, ich lerne das, wie ich es immer gelernt habe, und irgendwie Sachen, bei denen es halt mir wirklich schwerfällt, die kann ich mir einfach nicht merken. Also die habe ich jetzt schon 10-mal geschrieben, ausgesprochen, auf Karteikarten geschrieben, keine Ahnung. Funktioniert immer noch nicht. Dann probiere ich mal was anderes aus, weil Einstein hat auch gesagt, es ist immer so wirklich ziemlich dämlich, immer dasselbe zu machen und dann zu erwarten, dass das Ergebnis anders wird. Also irgendwann reicht einfach der Fleiß alleine nicht mehr aus. Dann muss man irgendwie schauen, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen anders angeht. Und das versuchen auch wir in den Videos. Wir sagen dann, okay, wir nehmen Merksprüche mit rein, Akronyme und so weiter und versuchen das auch immer ein bisschen individueller zu machen oder hier noch zu drehen oder die Technik, wenn wir jetzt irgendwie was Neues hören und denken, oh, das passt gut dazu, sind wir auch nicht so, wir sagen, wir müssen alles in Bildern und alles auf Ruten legen, sondern versuchen dann auch, wie du so sagst, ah ja, das können wir noch mit reinnehmen, das passt vielleicht ganz gut, und so diese Mischung, glaube ich, macht es dann auch. Ja. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wo findet man euch? Ja, ihr könnt vorbeigucken, www.happyhippocampus.com oder natürlich hier auf YouTube auch bei unserem Kanal Happy Hippocampus. Und ansonsten auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram. Ja, ja. Wir freuen euch. Wir freuen uns. Ja, ich verlinke euch dann einmal unten, dann könnt ihr euch mal die Videos anschauen. Sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Da habt ihr auch so Videos zu Zitratzyklus und verschiedenen Sachen, also Biochemie auch sehr viel, glaube ich. Plexus brachialis, Zitratzyklus, Beta-Oxidation, wenn du solche Sachen lernen musst. Ich glaube, da wird jeder auf jeden Fall fündig. So, Mediheroes, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal ein paar neue Videos zu verschiedenen Sachen mal publizieren, auch mal zur Motivation auf dem Happy Hippocampus-Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr bei unseren Kollegen vorbeischaut und kommentiert drunter, wie euch das Ganze gefallen hat, ob ihr irgendwelche Fragen für die Zukunft habt, wollt ihr noch mehr Videos zu bestimmten Lerntechniken sehen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.